Demokratie ist für mich, wenn ich das Gefühl habe, teilnehmen zu können, teilnehmen zu dürfen, mitbestimmen zu dürfen und das Gefühl mit drin trage, dass meine Stimme wichtig ist. Ich glaube, für mich ist das, wo ich Demokratie am meisten schätze, dass ich einfach hier in Sicherheit leben kann, dass ich weiß, dass mein Recht immer durchgesetzt werden kann, dass ich weiß, dass ich nicht Willkür ausgeliefert bin und damit kann ich mich frei entfalten. Was Demokratie für mich persönlich bedeutet, ist die Inklusion und Teilhabe an den Mitbestimmungsrechten in diesem Land und dass ich die Möglichkeit habe, ich zu sein in meiner Gänze und das auch akzeptiert wird und ich mich dafür nicht weiter verstecken muss. Als Kind kurdisch-jesidischer Flüchtlinge bedeutet Demokratie für mich etwas ganz Besonderes, denn für uns war es nicht selbstverständlich, in einem Land zu leben, wo Demokratie gelebt wird. Ich sage immer so schön, meine Eltern haben uns in das Grundgesetz gerettet und damit uns natürlich ein demokratisches Leben ermöglicht. Jede dritte Person in Deutschland erfährt Diskriminierung. Diskriminierungserfahrungen können gravierende Auswirkungen auf die psychische und die physische Gesundheit der Betroffenen haben. Die ständige Konfrontation mit negativen Stereotypen und Vorurteilen beeinträchtigt das Selbstwertgefühl. Zudem erhöht Diskriminierung die Gefahr der Gewaltbereitschaft sowie das Risiko, selbst Opfer von Gewalt zu werden. Fast die Hälfte der LGBTQ+-Personen in Deutschland leben ihre sexuelle Orientierung nicht offen aus. Mehr als 80% der Betroffenen von Partnerschaftsgewalt sind Frauen. Täglich versucht ein Mann in Deutschland, seine Partnerin oder seine Ex-Partnerin zu töten. Mehr als ein Viertel der Diskriminierungen sind Diskriminierungen aufgrund der ethnischen Herkunft, der Hautfarbe oder der Nationalität. Wer einen ausländisch klingenden Namen hat, wird häufig bei der Wohnungssuche abgewiesen. Im Jahr 2020 wurden über 250 Straftaten verzeichnet, die sich gegen Presse und Medien richteten. Wenn Journalistinnen und Journalisten einzeln angegriffen werden, ist damit immer die gesamte Presse gemeint. Und damit auch die Unabhängigkeit und Freiheit der Medien. Kinder aus Zuwanderungsfamilien haben immer noch schlechtere Chancen auf höhere Bildung. Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund müssen immer noch höhere Leistungen bringen als ihre Klassenkameraden. Ich hatte immer das Gefühl, dass ich nicht reiche und meine Mama hat damals immer zu mir gesagt, Tuba, 100% reichen nicht, dann musst du halt 200% geben. Es gibt noch viel zu tun. Deswegen tragen wir alle die Verantwortung, die Demokratie, in der wir leben, jeden Tag mitzugestalten. Unsere Demokratie braucht deine Stimme. Also überlass die Entscheidung nicht den anderen und geh wählen am 26. September. Es liegt in unserer Hand.